Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Strahlender Diamant. Ja, wir sind auf der Route 213, was glaube ich? Ich muss nochmal gucken. Ne, 210. Route 210. Ja, das bleibt es auch nach diesem Punkt hier ebenfalls. Route 210 nach Elysis. Dort müssen wir nämlich eine Kleinigkeit an Cynthias Großmutter übergeben. Ja, und der Weg scheint wieder relativ lange zu werden und ich glaube, das könnte heute wieder die ganze Folge dauern. Aber bevor wir das machen, hier verstecken sich offensichtlich drei Ninjas und die möchte ich auf alle Fälle finden. Eins haben wir spontan schon gefunden, einen. Vielleicht finden wir auch gleich direkt die anderen. Das wird ein bisschen länger dauern, aber naja, gut. Ich meine, eigentlich ist das nicht mal gut, weil das heißt, ich würde jetzt Level sammeln und das heißt halt logischerweise, Level 18, alles klar, ist ja richtig schwach. Ja, das heißt logischerweise auch, dass mein Team noch stärker wird, als es ohnehin schon ist. Ich meine, Luxtra ist mittlerweile auf dem Weg zur 40. Was? Ah ja, stimmt, Chainera, das bringt ja noch mehr Level. Okay, die sollte ich meiden. Chainera war schon immer stark, was Level angeht. So, hier unten ist so ein Baum, der irgendwie auch nichts bringt. Wieder ein Chainera. Auch komm! Vor allem, es ist so unterlevelig, aber es bringt so viele EP. Das merke ich mir später fürs EP-Farmen auf alle Fälle. Wie gesagt, ich will es mir nicht so einfach machen, aber wo sind denn jetzt diese Ninjas? Das ist das Schwierige. Ha! Auf dich habe ich ja noch weniger Bock. Gibt es hier irgendwelche Anzeichen, dass man das vielleicht erkennt? Also ich habe nicht geguckt, ob sich das Gras beim letzten Mal bewegt hat oder so. Wenn das vielleicht der Hinweis ist, dann okay. Der war einfach mittig, das ist das Problem. Hier ist Gras, hier ist aber nichts. Ne, hier ist ein Wildes wieder. Und wieder ein Ponita. Das haben wir uns by the way beim letzten Mal noch in der Folge gefangen. By the way, lange gebe ich mich mit diesen Idioten nicht ab, okay? Also, wenn ich es jetzt wirklich nicht innerhalb der nächsten 3-4 Minuten finde, dann gebe ich es gleich direkt auf. Also dann... Ich meine, es würde mich halt interessieren, was... Geben mir die dann irgendwas, wenn ich alle habe? Oder es kann ja auch sein, dass die gar nicht hier sind, die anderen beiden. Es wäre aber unlogisch. Warum ist das Feld dann so groß? By the way, es hieß seltene Pokémon. Seltene Pokémon gibt es hier auf dieser Route. Bis dato fällt mir das ehrlich gesagt nicht auf. Ich meine, Chainera ist jetzt auch nicht so selten. Oder irgendwie, dass ich sagen würde, ey, das ist besonders. Lol, das kriegt direkt noch eins. Ja, moin. Ich habe mich nicht mal, ich habe mich einen Schritt bewegt und da kommt gleich direkt das nächste auf mich zu. Ein bisschen übertreiben kann man das Ganze schon, finde ich. Und das war direkt ein Volltreffer. Mann, einen Volltreffer könntest du bei einem schwierigen Kampf auch aufbewahren. Marschock Level 36. Doppelhieb. Ist das eine Unlicht oder eine Kampf? Das ist eine Drachenattacke! Versetzt dem Ziel mit massiven Extremitätenhiebe. Angriff erfolgt zweimal hintereinander. Aber nur eine 90%ige Genauigkeit. Das heißt, eine klitzekleine Chance, dass es daneben geht. Boah. Jetzt muss ich überlegen, Fußkick oder Fußtritt, was verlerne ich? Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden. Aber es ist egal, ich nehme die, ich verlerne das lieber. Auch wenn es vielleicht gegen einen, Chelterra später, was sich bei Kino später entwickeln wird, relativ effektiv wäre, weil das ist ja sehr schwer. Trotzdem, ich mach's nicht so und ich glaube, ich gebe es auf. Ne, also ich suche die an anders mal.
Da tue ich mir nicht an. Hier sind auch schon wieder so viele hohe Gräser. Du findest einen Hyperball. Sonst noch irgendwas? Nö. Bonita wieder. Würde mich interessieren, was hier die seltenste Wahrscheinlichkeit ist. Ich meine, ich könnte Dose Superschutz auch anwenden, ne? Da würde ich diese Bonitas, glaube ich, gar nicht sehen, aber... Weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Vor allem jetzt wilde Pokémon fangen, ist eigentlich fast komplett unnötig, weil die sind ja vom Level schon so schwach, wie ihr seht. Das kommt niemals hinterher an die anderen. Ich meine, Skunkerpool ist ja noch immer auch ein bisschen kompliziert. Dass das irgendwie rankommt. What the fuck? Was ist das denn? Könnte ich die Feuerattacke auflockern einsetzen, würde ich damit für besseres Wetter sorgen. Wie das geht? Na, ein Vogel-Pokémon schlägt mit den Flügeln und löst so den Nebel auf. Warte mal, auflockern habe ich doch ursprünglich gelernt gehabt. Oh nein. Jetzt habe ich dich überrumpelt. Das war mein Plan. Während du dich noch vom Schreck erholst, schnappe ich mir den Sieg. Oh. Da ist ein Ninja. Einer von denen. Also auflockern ist dazu da, dass ich... Das ist jetzt aber belastend. Dann habe ich irgendwas in Weideburg übersehen. Da wird wahrscheinlich irgendwo wieder dieses scheiß CM rumliegen, was ich hier brauche. Also muss ich mich jetzt doch wieder, also entweder muss ich mich jetzt durch den Nebel wagen, das ist die eine Möglichkeit. Pion Scorer, was sind das nochmal? Entweder muss ich mich jetzt durch den Nebel wagen, oder ich schaue nochmal zurück und hoffe, dass ich irgendwo dieses TM finde. Ich glaube, ich habe mich einfach in Weideburg zu wenig umgeguckt. Was, Giftzahn? Okay, nicht vergiftet, das ist wichtig. Der ist auch besiegt. Aber eben die Ninja haben ein bisschen besseres Level. So, Empoleon Level 37. Und hat er noch eins? Ja, ein Zubat. Hat er zwar am Anfang schon eingesetzt. Aber hey, er hat nicht drei Zubats verwendet. Es wird besser, Leute. Es wird besser. Na gut. Hat noch eins, ein Golbat. Die Weiterentwicklung. Ja, sollte auch mit dem Funkensprung aber One-Hit sein. Nice. Jetzt kommt noch X-Bat, auf geht's. Oder? Ne, er wurde besiegt. Ja, nee, ich komme da nie und nimmer durch. Ich sehe das kaum. Ja. Bleibt mir nur eine Möglichkeit, glaube ich. Fliegen und das zurück nach Weideburg. Es ist die einzige Methode, glaube ich, denn ich sehe da nie und nimmer durch. Ich könnte zwar versuchen auf gut Glück, aber das macht ja keinen Sinn. Also, wo könnte hier eine TM versteckt sein? Das ist die gute Frage. Wie gesagt, ich könnte Auflockern schon anwenden. Vielleicht ist das sogar hier in diesem Moos. Großmoos. Großmoor. Willkommen in Großmoor. Soll ich dir das Safari-Spiel erklären? Ja, mach. Sobald du das Großmoor betrittst, stehen dir 30 Safari-Bälle zur Verfügung, um Pokémon zu fangen. Das nennen wir das Safari-Spiel. Das Safari-Spiel ist vorbei, sobald du deine Safari-Bälle verbraucht oder 500 Schritte zurückgelegt hast. Okay. Das ist aber nicht das, was ich eigentlich will. Okay. In Großmoor gibt es eine Eilbahn. Eine Fahrt damit bietet sich an, wenn du in ein weit entferntes Areal gelangen möchtest. Ah, okay, da weiß ich schon mal, was das hier zu bedeuten hat. Aber hier ist schon mal nichts. Muss ich jetzt ernsthaft die einzelnen Häuser abgrasen?
In Großmoor gelangt man per Eilbahn im Nu von A nach B. So wird auch das öffentliche Ökosystem nicht gestört. Das ist eine schöne Information, aber interessiert mich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich muss mir das angewöhnen, dass ich wirklich mit jedem hier mal spreche. Alle nennen mich Attackenmaniac. Ich kenne sämtliche Attacken, die ein Pokémon erlernen kann. Ich kann auch deinem Pokémon Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe. Okay. Das ist schon mal nett, aber hab halt keine. Das ist das Problem. Ich stehe exakt in der Stadtmitte. Ja, lol. Okay. Warst du schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Der Besitzer Herr Reichedel liebt nichts mehr, als von seltenen Pokémon zu schwärmen. Ja, gut. Jemand im Großmoor hat mir kürzlich eine Therme angeboten, aber ich habe abgelehnt. Ich brauche sie nicht, denn sollte hier mal Nebel aufziehen, wird unser Arenaleiter den sicher durch den Einsatz von Auflockern beseitigen. Okay, wir müssen auf alle Fälle ins Großmoor. Vielen Dank für diese sehr gute Information. Willkommen in Großmoor, dem Schauplatz des Safari-Spiels. Alles, was du für nur 500 P fangen kannst, gehört dir. Bist du dabei? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Also 30 Safari-Bälle und ich muss gucken, dass ich den Kerl finde. Die habe ich während des Safari-Spiels gefunden. Diese Themes enthalten die Attacke Auflockern. Dankeschön! Ah, jetzt habe ich es endlich. Okay, also das Teil brauche ich, damit ich den Nebel löschen kann. Ja gut, wir machen trotzdem das Safari-Spiel mal mit. Also wir können mit den Safari-Bällen fangen. Ein Enton! Ja, okay, und jetzt kann ich tatsächlich nur Bälle einsetzen. Also ich kann nicht kämpfen. Das ist aber auch cool, wie ich da einfach dastehe. So in die Richtung. Hä? Was tue ich jetzt? Was bist du denn? Schaut lustig aus. Vor allem jetzt aus ganz naher Entfernung jetzt einfach mal das Outfit hier zu bewundern. Und hab's. Okay. Nee. Ach so, warte mal, das geht jetzt in mein Team auch rein. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja gut. Kleiner Fail von meiner Seite, muss ich später dann freilassen. Also Enter wollte ich nicht im Team haben, aber egal. Ich dachte irgendwie, die werden nachher wieder freigelassen oder so, aber okay. Hier ist schon mal nichts mehr. Ach, hier ist so ein Zug. Großmoor Areal 5. Du findest ein Gegengift. Hier ist wirklich eine große Fläche. Da kann man sicher einiges noch finden. Wenn ich überhaupt was finden würde. Okay, hier ist was. Ein Knospi. Das kennen wir schon. Das heißt, das werde ich auf alle Fälle nicht fangen. Wir haben ja schon Roselia im Team. Das ist ja die Weiterentwicklung von Knospi. So, hier hätten wir noch einen Pokéball. Du findest ein Glas Honig. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Gut, aber das heißt übrigens, die Attacke Stärke, die kann ich erst später irgendwann einsetzen. Wirfst du hingegen mit Matsch nach innen, dass sie sich zum Beispiel fangen, nehmen vor, lauter Wut, die auch nicht so mehr schnell ins Reihe. Ach so, deswegen stand ja dort Matsch dort, damit es leichter zum Fangen ist. Wie viele Schritte habe ich denn jetzt eigentlich schon? Ein Felino. Ich probiere das gleich mal. Schaut ja lustig aus. Felino ist wütend. Was meint er mit Futter eigentlich? Okay, passiert nichts. Ja gut, ich werde jetzt trotzdem nicht fangen, denn wie gesagt, ich habe das nicht gewusst, dass die wirklich jetzt in meiner Ding drin sind direkt. Hier ist einfach nichts. Außer eine Sackgasse.
Ja, lol. Warte, hier war ich jetzt schon vorhin, oder? Ne, hier laufe ich einfach nur im Kreis. Ja, aber sind jetzt die 500 Schritte da mal erreicht? Achso, ne, ich bin Idiot. Jetzt check ich's erst. Wisst ihr, warum ich die ganze Zeit die 500... Ich habe das Poké-Dollar-Zeichen mit Schritte verwechselt, glaube ich, oder? Stand da nicht Schritte dort? Ich bin Idiot, oder? Kann das sein? Wie komme ich denn auf Schritte? Da stand nur 500 Poké-Dollar dort, oder? Da standen wirklich Schritte. Woher komme ich denn auf Schritte, bitte? Und ich täusche mich eh gerade, es standen eh Schritte dort. Also irgendwo hatte ich jetzt gerade Schritte im Kopf. Wohin soll es gehen? Wäre nett, wenn ich zurück auf Areal 1 komme. Nee, in die Richtung wollte ich nicht! Ach, da ist ganz oben Areal 6, ich Idiot. Oh. Ein Zweier gibt's gar nicht. Auch lustig. Alter, bin ich eigentlich kernbehindert. Verwechsel einfach mal fucking... Ja, ich geh jetzt wieder raus. Ich lese mir das jetzt nochmal durch. Doch, ich habe doch Zeit übrig. Ich möchte trotzdem beenden. Ne? Ich lass mir das jetzt kurz einmal erklären. Doch, der Chanier braucht nur 500 Schritte zurückgelegt. Ich dachte mir gerade. Okay, nee, ich war doch nicht dämlich. Boah, Alter, bin ich heute wieder verwirrt. Na gut, okay. Leute, reden wir gar nicht weiter drüber. Ich fliege ganz schnell wieder nach Trosto und locke jetzt mal den Nebel auf. Und danach habe ich mir echt mal eine Pause verdient. Nach der Folge erstmal Kaffee trinken. Dass ich meine Gehirnzellen wieder mal auf, auch mal auflockern kann. Hä? Ach so, weil ich im Gras stehe, oder? Ja, deswegen. Na gut, egal. Jetzt muss ich wieder durch dieses hohe Gras durch. Oh Gott, bitte komm. Ah ja, hier ist dieser Ninja. Ach, jetzt erkenne ich, jetzt erkenne ich die Ninjas. Na super. Erstmal ein Kampf wieder verwickelt werden. So wollte ich das nicht. Ah, gut. Aber wenn der eine Ninja da auch weiter oben ist, dann wird wahrscheinlich auf dem Weg der dritte irgendwo sein. Das ist halt so ein Problem, wenn man das Spiel blind zockt. Man weiß halt logischerweise nicht, wo was ist. Ich glaube, hier sehe ich noch was, oder? Ne. War nix. Genau, jetzt bin ich hier. Und das heißt, ich kann jetzt... Auflockern einsetzen. Perfekt. Jetzt sehe ich alles. Hier bin ich versehentlich auf diesen... Ja, der Typ ist da. Super. Das muss gar nicht im hohen Gras sein. Okay, das merke ich mir gleich mal. So, hier kann ich den Schneider einsetzen, damit ich wahrscheinlich dieses Feld umgehen kann. Ja, so ist es. Ist das ein Trainer? Als Ass-Trainer muss ich stets einen kühlen Kopf bewahren, egal ob ich gewinne oder verliere. Ah, okay, jetzt ist es ja eine ganz normale Route mit Kämpfen. Ass-Trainer Cora. Und es setzt auf ein Ponita. Sie setzt auf ein Ponita. Ich habe schon wieder S gesagt. Ja, Level 27 werden zwei Funkensprünge werden. Nenn ich mal. Das reicht? Ich dachte jetzt eigentlich, die wird mir... Jelka Rain kommt sogar als nächstes. Das wird wieder stärker sein. Sehr komisch. Ich mache wieder Skunkapu. Der braucht ja noch dringend Level. Vor allem braucht er jetzt schon eine halbe Ewigkeit, bis er sich endlich mal entwickelt. Oder ist Skunkapu wieder sowas, damit, dass es halt eine große Zuneigung braucht? Weil dann sollte ich vielleicht Skunkapu mal draußen herumlaufen lassen. So, einmal Toxin.
Fluch. Also jetzt die Tiefe sinkt und der Angriff und die Verteidigung müsste genau dies steigt wieder. Wie immer halt. Aber bevor es irgendwas einsetzen kann, soweit lasse ich gleich kommen, denn der Giftschoke zählt ja jetzt doppelt und das müsste genau der One-Hit sein. Vielleicht wäre es sich mit dem Feuersturm auch ausgegangen, aber ich glaube beim letzten Mal zu wissen, dass Kino ein schwächeres Chelkerain hatte, also vom Level her, und dass das Feuersturm ohne Probleme weggesteckt hat. Soll ich da jetzt nochmal durchlaufen kommen? Vielleicht gibt es hier noch irgendein wildes Pokémon, was interessant aussieht. Ein Mediti, das ist nicht das, was ich wollte. Ein Riolu würde ich mal bevorzugen, wenn das mal kommen wird. Ich habe noch die Hoffnung, dass vielleicht irgendwann ein Riolu kommt. Offenlegung. Was bringt das? Offenlegung ist ja das, wo Reflektor und Lichtschild umgangen wird. Deswegen verstehe ich das jetzt gerade gar nicht. Ein weiterer Grund, dieses Ding nicht zu fangen. So. Ich laufe trotzdem mal kurz zurück. Da oben war ja auch irgendein... Achso, nee, da oben konnte ich gar nicht hin. Ein Pidifas. Das heißt, ich muss wohl oder übel da hoch. Aber ich kann da diese Wände noch nicht runterklettern. Das ist irgendeine andere Form, glaube ich, die ich noch lernen muss. Es gibt sowieso ein paar, die ich noch nicht kann. Also Stärke wissen wir mittlerweile. Da haben wir zwar schon die TM, aber können wir noch nicht lernen. Dann Surfer müsste es, glaube ich, noch geben. Ja, und irgendwas anderes dann halt noch, zwei andere. Irgendwas zum Hochklettern da und dann keine Ahnung. Was hätte ich noch immer? Blitz, glaube ich, ist auch noch eine Form. Ja, ich glaube, Blitz ist noch. Na gut, dann laufen wir hier jetzt mal weiter. Die werden kämpfen wollen. So ist es. Ein Doppelkampf. Mal was ganz Neues. Ein Raichu und ein Garados. Okay, das ist eine interessante Kombi. Ich hoffe mal, dass Luxtra die höchste Initiative hat, weil dann kann ich das Garados gleich direkt mal One-Hit, ne? Und den Marshall-Klasse hat dann das Raichu übrig. Oh nee, Garados hat auch Bedroher. Ja. Einmal das. Raichu, by the way, die Weiterentwicklung von Pikachu. So. Ich könnte mal den Doppelhieb austesten auf Raichu. Wie der so wirkt. Drache ist allgemein ein richtig starker Typ. Ich glaube, das Einzige, um Drache wirklich effektiv zu bekämpfen, ist Drache selbst und Fee halt. Stimmt, ich habe Fee gar nicht bei mir im Team. Lichtschild. Gut, der Doppelhieb ist gar nicht mal so... Statik, echt jetzt? Aber es hat gleich direkt überwunden. Also die Statik hat gar nichts gebracht. Ja gut, einmal Tackle und Marshock. Einmal Fußtritt, ist eh egal. Wenn der Tackle allein müsste schon reichen und so ist es auch. Alter, die Paralyse hat sich ja gar nichts gebracht. What the fuck? 1000? Das ist krass. Gibt es übrigens. Stimmt, ich sollte vielleicht mal anfangen, das Münzamulett und... Ja! Danke! Danke, endlich! Ich habe gerade so gehofft, weil es hat gerade so lange Schwarzbild gegeben. Die nächste Entwicklung. Und diesmal eine ganz besondere für mich. Es ist back in unserem Team. Skuntank.
Gift und Unlicht. Wenn es angreift, sprüht es mit einer Reichweite von mehr als 50 Meter eine übel riechende Flüssigkeit aus seiner Schweifspitze. Stimmt, die Schweifspitze ist nämlich am Kopf. Das ist nämlich so interessant. Flammenwurf. Ist halt unnötig, oder? Warte mal. Lol. Ich glaube, der Flammenwurf ist fast besser als der Feuersturm. Ich glaube, ich verlerne doch wieder den Feuersturm. Weil es ist ja 20 schlechter, aber dafür ist die Genauigkeit 100 und das kann viel ausmachen. Okay, dann war das TM eigentlich komplett unnötig, dass ich es mir damals gekauft habe. Du scheinst von deinem Talent überzeugt zu sein. Mal sehen, ob zu Recht. Sind die wirklich nur Astrin auf der Route? Es scheint so. Auch der hat wieder 3. Moterpel. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Vorentwicklung von... Also es ist natürlich nicht so, aber wisst ihr, mich erinnert das Ding gerade an... Ich weiß nicht, mich erinnert das gerade irgendwie an Kaporiki. Eine Vorentwicklung. Hat irgendwie für mich gerade so ähnlicher. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber... Es schaut für mich teilweise so aus. Von den Augen her und auch vom Design. Ich glaube, das bilde ich mir gerade einfach nur ein, aber keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwie, wie ich das Ding gesehen habe. Ich habe jetzt gerade wirklich ganz kurz an Kaporiki gedacht. By the way, wer jetzt nicht weiß, was das ist oder was für Pokémon das ist. Das ist der Schutzpatron von Mele Mele, einer Insel von Alola, also Sonne und Mond. Ein sehr starkes Pokémon. Warum habe ich Idiot gerade Staraptor eingesetzt? Ich bin ein absoluter Vollhonk. Keine Ahnung, mein Kopf hat gerade irgendwie gesagt, setz jetzt Staraptor ein. Das ist gut, die Idee. War sie aber nicht. So, das setzt Steinhagel ein. Das ist auch nix. Aber hätte das jetzt da auf Staraptor niedergelassen, dann wäre Staraptor vielleicht sogar im Arsch. Aber so richtig im Arsch. Oh, zum Glück. Zum Glück keine Robustheit. So, Luxray wird jetzt mit dem nächsten Po... Oh, Luxio. Lol. Da gehe ich auf Roselia. Um den Typenvorteil. Ich wollte gerade sagen, übrigens, Luxray wird beim nächsten jetzt wieder Level Up. Aber der eine Tausender von vorhin, der hat mich echt überrascht. Hui, das könnte knapp werden. Zweimal. Natürlich wieder, wie immer, nur zweimal. Es überrascht mich mittlerweile nicht mehr. Warte, was? Oh, okay. Es hat mich dazu gezwungen, dass ich wechseln muss. Ja, jetzt gibt es einen Luxray gegen Luxio-Kampf. Auch nicht schlecht. Joa, 500. Reicht sogar deutlich für das Level Up. Ja, und das heißt Level 39, Alter. Im nächsten Part wird es Level 40 erreichen, da bin ich mir relativ sicher. Kann ich da jetzt eigentlich runter? Ja, geht nur mit einer VM, okay. Also das interessiert uns dabei noch nicht. So, was haben wir hier noch? Das sieht gefährlich aus. Hier hingegen ist eine lange Brücke. Ja, hier kann ich nicht rüber, okay. Wobei, warte mal. Es ist vielleicht nur eine... Es ist eine Schnapsidee. Ich würde es im Real Life nie machen, aber... Tatsächlich. Und das ist der Ninja, der Dritte. Das funktioniert halt echt. Ich dachte nicht, dass das funktioniert, aber okay. Würde ich mich im Real Life nie trauen. Ein Putox.
Es war gerade einfach nur so ein kurzer Reinfall. Einfall, nicht Reinfall. Reinfall wäre es gewesen, wenn ich runtergefallen wäre. Wobei, ich kann logischerweise nicht gehen, weil wenn ich im Wasser lande, bin ich ja instant RIP. Heißt die, so Deathstream Game Over. Du bist gestorben. You died oder irgendwas anderes. Sorry. Das kam gerade unerwartet. Ich weiß. Aber der Kerl ist besiegt. Das war der dritte jetzt von denen. Krieg ich wenigstens eine Belohnung oder sowas? Ich meine, jetzt habe ich alle drei geschlagen. Okay, irgendwo ganz weit weg von hier soll es einen Arena-Leiter geben, der auch Ninja ist. Kann ich da jetzt rüber? Hallo, ich bin da rüber. Jetzt. Ah, und hier gibt es sogar was zu finden. Ne? Also es ist nicht nur der Ninja alleine, der dritte. Sondern ich finde auch die TM30 Spukball müsste eine Geisterattacke sein. Guck ich gleich mal. Kann ich die irgendwie mal lernen? Das wäre ganz geil. Tatsächlich, Roselia und Skuntank. Bewirft das Ziel mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Spezialverteidigung. Hier ist das Auflockern, das ist eine Flugattacke. Und hier wäre noch der Lake, den habe ich auch noch gar nicht geguckt. Ja, aber Spukball? Für wen wäre das geil? Also Roselia statt Wachstum, aber weiß nicht. Ich belasse es mal. Ich meine, der Geisterattacke wäre ganz geil, weil dann spare ich mir den Typ Geist im Team und habe trotzdem eine Geisterattacke, das wird schon passen, ne? Aber ich gehe, warte mal, ich gucke mal auf die Zeit. Ich bin schon relativ weit drüber, aber den Einkampf, den mache ich, glaube ich, noch. Schwarzgurt Monty. Und der fängt mit einem Marshock an. Boah, was war gegen Marshock nochmal so geil? Ich glaube, da war Flug sogar das Beste. Ich hätte eigentlich denken können, dass er jetzt mit so einem Ding kommt. Joa. Dann wechseln wir gleich mal. Luxio kriegt trotzdem die doppelten EP, weil er im Einsatz war und deswegen passt das. Luxtra. Ich sag doch immer Luxio teilweise. Warum eigentlich? Vor allem jetzt kommt doppelter Bedroher, nicht zu vergessen. Silberblick. Ja, irgendwie will er jetzt den Bedroher ausgleichen, ist auch logisch. Tja, da hilft ihm sein Level 29er Marshock auch nichts. Staraptor Level Up auf 38. Hat er noch eines? Ich glaube schon. Nee, er hat nur eines gehabt, okay. Nice. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich steige kurz mal von dem Rad ab. Ich bin da schon wieder ein bisschen zu schnell unterwegs. Hier ist der nächste Trainer. Hier ist noch ein Team. Ach komm! Ich wollte... Oh, das ist noch ein Ninja! Es ist doch ein Ninja-Trio. Trio sind doch drei. Oder zählt das jetzt als andere Region? Stimmt, weil da war so ein komischer Punkt auf der Karte. Jetzt müssen wir uns doch noch einen Kampf geben. Och Gott, ey. Ich habe das wieder im Boden überhaupt nicht gesehen, dass der jetzt da rauskommt. Oder wird der am Anfang gar nicht angezeigt, sondern erst dann, wenn du ihn getroffen hast. Das könnte auch sein. Golbat, ja, von mir aus, komm, hau her. Er hatte nur zwei, habe ich gesehen. Das heißt, das Golbat können wir ganz schnell One-Hit machen. Zum Glück. Vor allem ist nur Level 25, bitte. Das ist ja, das haut wieder irgendwo weg, Alter. Gönnt euch. Richtig rasiert wieder. Na gut. Kriege ich das Ding jetzt? Du findest einen Rauchball. Okay, neuer Pokéball. Gucke ich gleich mal.
was der wieder bringt. Das ist... Wo haben wir es hier? Ach, das ist gar kein Pokéball. Ein Pokémon kann dieses Item tragen, es ermöglicht die garantierte Flucht aus dem Kampf mit einem wilden Pokémon. Ach, so ist das. Kann ich eigentlich irgendwas anderes derzeit? Hier, die Fausttafel. Stimmt, die könnte ich ja schon lange Marschock geben. Ansonsten. Das macht Typ Geist stärker. Ja, das war's eigentlich derzeit. Also ich habe noch nicht irgendwie groß andere Sachen, damit halt Psycho und Geist könnte ich noch verstärken, aber davon habe ich halt nichts. Geist könnte ich einen erlernen, aber nur wegen, damit ich das jetzt einsetze, bringt es halt auch nichts, logischerweise. Wie gesagt, ich könnte es theoretisch Roselia erlernen, aber warte mal, das ist ja, das ist eigentlich auch blöd. Vor allem, das Item, was Roselia jetzt hat, bringt ja auch gar nichts mehr. Diese KP-stehlenden Attacken, ihr wisst schon. Ja, ich werde mir das überlegen. Vielleicht werde ich es ihm doch beibringen und werde dann Roselia eins dieser Items geben für die Typgeist. Weil das wäre schon ganz geil, so eine starke Geistattacke. Ich werde es mir überlegen. Leute, die Folge ist an der Stelle jetzt wirklich lang genug. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute.